Okay, in dem Video möchte ich euch kurz zeigen, wie ihr bei SeamForest euch ein Seam herunterladen könnt, weil ich einfach schon oft Mails bekommen habe, wo mich Leute fragen, ob sie tatsächlich einen Account anlegen müssen, um ein Seam herunterzuladen. Ja, das ist so. Ihr müsst euch quasi ja erst einen Account dort anlegen. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber ich finde es auch ganz praktisch, muss ich sagen, weil ihr habt da wirklich dann auch das Theme für immer hinterlegt. Gerade für Leute wie mich, die mehrere Themes runterladen, ist es praktisch. Man sieht einfach, wann welches Theme heruntergeladen wurde. Man kann jederzeit wieder drauf zugreifen, es sich erneut auf den Rechner runterladen, wenn man das möchte. Auch Lizenzschlüssel sind da hinterlegt. Die braucht man manchmal, wenn man das kommt natürlich auf euer Theme an und welcher Support da mitgeliefert wird, aber bei manchen Supports ist es wirklich notwendig, dass ihr den Lizenzschlüssel dann mit eingebt, bevor ihr den Anspruch auf den Support habt. Und auch dieser Lizenzschlüssel ist eben dort für alle Zeit hinterlegt. Und das ist wirklich praktisch, wenn ihr dann mal nach 5 Monaten wirklich mit dem Theme arbeitet und merkt, da komme ich nicht weiter und ihr braucht Hilfe vom Support. Also von daher, ich finde es gar nicht schlecht, muss ich sagen, mit diesem Account. Und ja, das möchte ich euch jetzt hier einmal vormachen, wie man sich diesen eben anlegt. Also hier oben rechts seht ihr schon Sign In. Da geht ihr dann in Zukunft drauf. Sobald ihr den Account erstellt habt, tut ihr dann euch hier einloggen. Wir machen jetzt als erstes Create Account und legen uns einen neuen Account an. Gut, dafür muss ich hier einen Usernamen vergeben. Nehmen wir gleich mal Webmasterin, dann Passwort. Ja, Moment. Ich nehme immer eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben, ja, mindestens 8 Buchstaben. Sag ich mal, es war das Gleiche. Ich denke schon. So, dann müsst ihr hier eine E-Mail-Adresse eingeben. Genau, ich nehme mal diese hier. Die nehme ich eigentlich sonst nie. Ist jetzt genau das Richtige, um es zu zeigen. Hier muss ich nochmal rein. Da kopiere ich sie mir direkt raus und setze einfach nochmal ein. Dann mein Vorname. Mein Nachname. Dann haben wir hier die Terms und Conditions, also die Datenschutzbestimmungen. Wenn ihr hier auf Create Your Account klickt, dann tut ihr die automatisch akzeptieren. Das steht in diesem Satz. Hier sage ich, nehme ich das Häkchen raus. Ich möchte diesen monatlichen Newsletter nicht. Ihr könnt es natürlich drin lassen. Ich finde den jetzt nicht so berauschend. Deswegen nehme ich den nicht. Und dann haben wir hier den Capture Code. Und den finde ich immer recht schwierig, muss ich sagen, bei. Ja. Bei Theme Forest. Also es sind 2 Wörter. Ich hoffe, das stimmt. Nee, das ist ein D. Also das finde ich furchtbar, diese Capture Codes, wenn wir gerade schon mal dabei sein. Hier ist noch ein S dazwischen. Gut, jetzt klicke ich mal drauf und hoffe, dass es geklappt hat. Ja, sehr gut. Also, wenn ihr jetzt den falschen Capture-Code eingegeben haben solltet, was wirklich bei SeamForest öfter vorkommt, auch wenn ihr euch in Zukunft nämlich einloggt, müsst ihr immer so einen Capture-Code eingeben und da dauert das bei mir schon manchmal 2, 3 Mal, bis ich dann drin bin. Jetzt hat es aber geklappt bei mir. Ihr müsst dann einfach, falls da jetzt eine rote Fehlermeldung ist, Capture-Code falsch, dann müsst ihr nochmal euer Passwort neu eingeben und dann nochmal den richtigen Capture-Code. Dann funktioniert's. So, jetzt sagen Sie hier, Sie haben uns eine E-Mail geschickt und da müssen wir auf den Link klicken. Das ist also dieses sogenannte Double Opt-in. Damit bestätigen wir quasi nochmal, dass wir uns hier auch angemeldet haben und nicht irgendjemand Fremdes uns hier angemeldet hat. Wenn ihr diese E-Mail jetzt nicht in eurem Postfach hättet, dann könnt ihr hier nochmal draufklicken, dann kriegt ihr eben nochmal eine neue E-Mail zugeschickt. Also ich wechsle mal direkt, nee, Passwort nicht speichern. Ich wechsle hier mal direkt in mein Postfach, das hatte ich schon geöffnet vorhin. Und hier haben wir es auch schon, also do not reply, das heißt, ich kann auf diese E-Mail nicht antworten. Ich klicke mal drauf und hier ist auch schon dieser Link, ne? Auf den klicke ich drauf und dann ist es bestätigt. So, und jetzt bin ich auch schon drinnen, ne? Ihr seht hier oben Webmasterin, das ist jetzt also mein Zugangsname. Hier könnte ich alle möglichen Einstellungen machen. My Profile. Das brauche ich aber alles nicht. Und ihr seht hier schon steht Downloads. Und wenn ihr euch jetzt ein Theme runterladet,
dann werdet ihr das in Zukunft immer hier unter Downloads finden, ja? Also, ihr könnt jetzt im eingeloggten Zustand direkt auf euer Theme gehen. Also, ich gehe jetzt hier gerade mal auf WordPress. Dann gehen wir mal auf E-Commerce. Das sind diese Verkaufs-Themes, die alle so ein bisschen wie Shops aufgebaut. Oder ja, das sind Shops, ne? So, sagen wir mal hier, Maya Shop. So. Also, ich bin jetzt auf irgendeinem x-beliebigen Theme. Ihr geht dann eben auf das Theme, das ihr euch rausgesucht habt. Und dann sagt ihr hier oben Purchase. Klickt da drauf. Und dann sollte was passieren, genau. Jetzt öffnet sich hier so ein Fensterchen und da könnt ihr jetzt schon auswählen, wollt ihr mit Kreditkarte zahlen oder zum Beispiel mit PayPal. Da klickt ihr einfach drauf und dann geht dieser ganz normale Bestellvorgang weiter und dann findet ihr eben euer Theme immer hier. Also ihr könnt es dann direkt, wenn ihr es hier kauft, dann kommt auch dieser normale Dateispeichern-Link, aber zusätzlich ist es halt eben immer hier dann unter Downloads hinterlegt. Und das war's dann schon. Und wenn ihr dann euer Theme runtergeladen habt und fertig seid, dann sagt ihr hier wieder Sign out und ja, dann seid ihr wieder ausgeloggt und in Zukunft dann einfach einloggen mit euren Login-Daten. Genau, vielleicht noch ganz kurz, wenn wir schon mal hier sind, also Purchase, da klickt ihr immer drauf, wenn ihr ein Theme kaufen wollt. Und euch reicht natürlich diese einfache Lizenz, ne? Also hier nicht diese Extended-Lizenz. Da könnt ihr dann das Theme quasi so oft benutzen, wie ihr wollt. Bei dieser Purchase, bei dieser einfachen Lizenz in der Regel, hier könnt ihr nochmal die Details nachlesen. In der Regel ist es so, ihr habt dann eine Lizenz, könnt also dieses Theme auf einer Webseite verwenden. Und das sollte ja auch in der Regel reichen. Okay, das war's. Tschüss.